ein herrliches Essen, die verschiedensten Köstlichkeiten, aber irgendwas vertrage ich immer nicht. Geht Genuss auch ohne Magengrummeln? Ich vertrage alles ganz gut, außer bei Milch. Oh, da habe ich eigentlich so meine Probleme. Aber habe ich jetzt eine Unverträglichkeit oder was ist das? Das kann man alles testen lassen, jetzt ganz gemütlich von zu Hause. Geworben wird mit einfachen und umfangreichen Unverträglichkeits- und Allergietests. Im Internet bestelle ich verschiedene für zu Hause von ca. 40 bis 100 Euro, die wenige Tage später ankommen. Aber mir selbst Blut abnehmen, na, das will ich nicht. Aber ist ja schön, dass du mir hilfst. Wir beginnen mit den Lebensmittelallergietests. Einmal kommt Blut ins Plastikgefäß und einmal auf ein Blatt Papier. Ich komme so ein bisschen vor, wie so, als ob wir so Detektiv spielen oder so. Weiter geht's mit einem Nahrungsmittelunverträglichkeitstest, auch mit Blut. Und bei einem Intoleranztest soll ich Haar einschicken. Okay, ich schneide jetzt, ja? Okay, aber nicht nur in einer, sonst habe ich dann ein Loch. Das geht jetzt alles in die Post und ich bin gespannt, ob dann tatsächlich überall ungefähr dasselbe rauskommt, wie lange es dauert und was die Ergebnisse sind. Bis zu 40% der Deutschen glauben laut Umfragen, bestimmte Speisen oder Getränke nicht zu vertragen. Allergie oder Intoleranz, beides gilt als Unverträglichkeit. Bei der Intoleranz ist das Immunsystem aber nicht beteiligt, bei der Allergie schon. Und so gehe ich als nächstes in die Allergologie der Charité Berlin. Zur Blutabnahme und aber auch zum Hautreaktionstest. Welche Auswirkungen unbehandelte Allergien haben können, erklärt mir Professor Zubabier. Hallo. Allergien sind die häufigste chronische Erkrankung in den modernen Gesellschaften und gleichzeitig die am meisten trivialisierte. Ein unbehandelter Heuschnupfen bei einem Kind, 40% Wahrscheinlichkeit, dass eine Note das Kind abrutscht. Im Büro 30% Leistungsminderung kann auftreten. Das muss nicht sein, man kann es gut behandeln. Was kam denn jetzt bei mir raus? Sie sind ja selbst ein gutes Beispiel. Wir haben bei Ihnen Hauttests und Bluttests durchgeführt und dabei festgestellt, dass Sie eine Sensibilisierung an Allergie gegen frühblühende Bäume, die Birke haben. Und mit den Birkenpollen oft verwandt sind Nahrungsmittel wie Nüsse oder Äpfel. Und beides hat bei Ihnen auch angeschlagen. Das stimmt. Wenn ich Äpfel esse, dann brennt das so ein bisschen. Ich dachte, das ist normal. Ist es aber nicht. Äpfel und Nüsse also. Und was ist mit meinem Milchunverträglichkeitsverdacht, also die Laktose? Nach weiteren medizinischen Tests habe ich alles zusammen. Einige Wochen später kommt es zur großen Auswertung mit den Medizinern Sven Georgi und Thorsten Fiedler. Was sind denn jetzt meine Ergebnisse? Also wir können sagen, nach all den Tests, die wir mit Ihnen gemacht haben, das, was wir herausgefunden haben, dass Sie eine Laktoseintoleranz haben. Ah, das habe ich mir schon so ein bisschen gedacht. Und jetzt endlich zum Vergleich der Ergebnisse aus dem Internet. Der eine Unverträglichkeitstest mit dem Blut sagt, ich vertrage weiße Bohnen, Kiwis, Eier und Bananen nicht. Und der Intoleranztest mit den Haaren kommt zu dem Ergebnis, akute Reaktionen auf etliche Dinge, Milch ist aber nicht dabei. Der eine Internetallergietest kommt zu dem Ergebnis, Reaktionen auf verschiedenste Lebensmittel. Bei dem anderen habe ich bis zur Fertigstellung des Beitrags immer noch keine Ergebnisse erhalten. In meinem Fall kam ja jetzt bei dem Internettest nichts raus, was mir im Leben weiterhilft, sondern die Laktose ist ja mein Problem, aber das wurde ja nicht nachgewiesen. Und deshalb ist es wichtig, zum Arzt zu gehen. Ich glaube, die Haaranalyse, da wurde gar nicht mitgeteilt, welche Art von Analyse genau gemacht wurde überhaupt. Da wurde irgendwie was von Quantenmechanik erzählt, dann was dieses Gerät da bestimmt. Das ist medizinisch natürlich etwas, was man nicht wirklich glauben kann. So. Von den Bluttest-Analyseverfahren sind zumindest 2 von 3 klinisch relevant, aber immer von den Anbietern her gesagt wird, das sind valide Tests. Also natürlich ist das Verfahren durchaus valide, aber die Interpretation ist nicht korrekt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Angeraten wird in jedem Fall eine umfassende Betrachtung der Beschwerden. Und nehmen Sie sich Zeit zum Essen, versuchen Sie dann Sachen zu essen, die leicht verdaubar sind, vor allen Dingen, wenn Sie viel Stress haben. So, trinken Sie nicht die ständig beim Essen, trinken Sie eher so zwischen den Mahlzeiten, kauen Sie gut. Niemand muss sich unwohl fühlen. Einfach alles abchecken lassen und dann endlich Genuss mit gutem Gefühl.